Hi und willkommen zu meinem Video. Heute möchte ich mit euch über Sofas reden. Ich habe gerade überlegt, Wohnzimmergarnitur zu nennen, aber es ist ja bloß ein Sofa, von daher. Also, da gibt es nämlich auch ein Update bei mir. Ich möchte ja in das Zimmer eigentlich auch noch ein Sofa stellen, dass ich da drauf, so wenn ich meine. Einfach für die Zeit, wenn ich am Fernseher bin, dass es gemütlicher ist. Und ja. Und ich hatte so eine Abmessung von wie viel Platz ich habe vom Einbauschrank bis dahin und so weiter. Und inzwischen übernehme ich auf jeden Fall den Schreibtisch, der hier drin steht. Und ja. Und dementsprechend konnte ich dann jetzt mal anfangen zu rechnen, wie viel Platz noch übrig bleibt und wie und wo und was. Und dann habe ich kurzzeitig nochmal überlegt, ob ich das weiße Sofa von meiner Mom übernehme. Aber es ist einfach rein vom Platz, vom Zimmer her viel zu wuchtig. Also es ist viel zu riesig. Da ist auch, ja, weiß nicht. Also wenn ich das nehme, dann ist gefühlt das ganze Zimmer vollgestellt und da ist nur Sofa. Ja, ich muss mal ganz kurz was gucken, bevor ich das. Ja, auf jeden Fall habe ich dann mich dagegen entschieden und habe angefangen zu recherchieren, welche Sofaarten es so gibt. Und sehe ich aber wirklich nicht gesund aus, gerade mit dem Gelb. Und habe halt mal so wirklich geguckt und habe dann mal so. Überblick, habe mir mal so einen Überblick verschafft einfach. Entschuldigt. Habe eine trockene Kehle. habe mir mal so einen Überblick verschafft, was gibt es denn so für Sofas. Und dann habe ich bei Depot geguckt und da bei Depot habe ich dann tatsächlich eins gefunden, das hat mir unglaublich gut gefallen. Das hieß Kaspar. Nur falls irgendjemand das bei Depot auf der Internetseite gucken möchte, das ist so ungefähr sowas in der Art, würde mir schon gefallen. Und ja, heute war dann leider die Info, dass Kaspar ausverkauft ist. Nicht nur er, das ist auch noch eine andere Geschichte. Ja, was bin mir gerade, fällt mir gerade so auf. Auf jeden Fall war Kaspar dann ausverkauft. Und dann habe ich heute mit meinem Papa im Internet mich mal informiert, so bei IKEA, Dänisches Bettenlager, XXL Lutz, was es denn so für andere Varianten von Sofas gibt, weil ich müsste das Sofa, bevor der Einbauschrank reinkommt, haben. Weil mit dem Einbauschrank kommt auch ein Regal und dann kriegt man das Sofa nicht mehr durch die Tür. Das wäre nicht so praktisch. Deswegen muss die Sofaentscheidung jetzt dann die nächsten Wochen fallen, bevor dann der Einbauschrank da ist. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann die so angeguckt und die einen fand ich einfach nicht schön. Die anderen waren so Kunstleder, wo ich finde, wenn man ist ja toll so im Winter, da kann, weil man da nicht so kleben bleibt. Aber im Sommerhalbjahr, wenn man dann da die ganze Zeit so bleibt, dieses Klebegefühl am Hintern hat, nein, das muss nicht. Ja, und die nächsten, die waren einfach niedrig, unglaublich niedrig. Also ich meine, so das Höchste, das wir hatten, war, glaube ich, 114 cm hoch. Und das mit der Lehne. Und das finde ich viel zu niedrig, weil ich möchte schon dazu, dass man dann den Kopf nach hinten tun kann und hier auch gestützt ist, dass es wirklich so richtig bequem ist. Ja, und mein Vater, der war dann auch so irgendwann an dem Punkt, wo er gesagt hat, das geht gar nicht. Also er wäre überhaupt nicht dafür, dass man sich, also wenn ich ein Sofa nehme, dann muss ich auf jeden Fall eins nehmen, das den Nacken stützt, weil sonst hätte ich ja in ein paar Jahren richtig Nackenprobleme. Und ja. Und dann hat er gesagt, also so vom Bequemlichkeitsding soll ich mal abmessen, wie hoch sein Sessel ist, weil er hat einen, der mit Lehne und der echt auch von der Höhe gut ist. Und es war dann halt gleich so 120 Zentimeter. Also da ist wirklich ein Unterschied von fast
Wenn's 80 waren, plus 20 macht 100, plus, macht 40 Zentimeter. Und es klingt zwar nicht viel, aber es macht halt schon einen Unterschied. Im Nachgang weiß ich gar nicht, wie hoch Kaspar gewesen wäre, fällt mir gerade auf. Aber ja, jetzt weiß ich ungefähr so, was ich von der Höhe suche. Und jetzt wollen mein Papa und ich vielleicht dann diese Woche zum Möbelhaus, das in unserer Gegend ist, und nochmal gucken. Und ja, weil Papa und ich glaube beide dann am Ende gesagt, es ist eigentlich nicht so, man kann es nicht sagen. Es kann sein, dass das voll das bequeme Sofa ist, aber es halt viel zu niedrig wirkt oder es ist viel zu niedrig und so. Und wichtig ist mir halt, dass man da wirklich gut drauf sitzen kann. Und ja, deswegen waren wir jetzt die nächsten Tage irgendwann mal zum Möbelhaus gehen und da, wie gesagt, mal Probe sitzen. Meine Mom, also sagt es ihr bloß nicht, die sagt schon seit 3 Monaten, ihr müsst halt mal ins Möbelhaus gehen und Probe sitzen. Und wir haben dann zu ihr immer so gesagt, ja, nee, das geht schon. Und ja, aber jetzt müssen wir auf jeden Fall wirklich hingehen. Und vielleicht gucke ich dann auch noch mal bei den Schreibtischen, weil ich habe ja, wie gesagt, den hier nehme ich ja mit. Dann brauche ich einfach nur einen, der dann hier in diesem Zimmer, in das Zimmer reinpasst. Ja, gut, das war alles soweit. Vielleicht auch noch so ein kleines Regal für die Spiele. Mal sehen. Aber ja, das ist dann alles soweit zu dem Thema. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr mir noch so einen Tipp habt, wo man vielleicht ein Sofa herbekommt, mit einer, das unglaublich bequem ist und mit einer sehr hohen Lehne. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.